Jo, herzlich willkommen hier bei Gamer Anti-LP. Heute zeige ich euch die Open Beta von Ghost Recon Wildlands. Und wir fangen mal an, den Charakter zu erstellen. Geschlecht männlich, Kopf nehmen wir mal. Wie nehmen wir denn mal? Ist ja irgendwas Böses. Gesicht. Ja, nehmen wir den einfach, was schon vorgegeben ist. Wir lassen alles so, wie es vorgegeben ist. Umso mehr Gameplay kann ich euch zeigen. Kleidung. T-Shirt. Wir brauchen nichts. Dann kann man eigentlich auch einen Tanktop nehmen. So. Schade, dass es kein Hawaii-Hemd oder so gibt. Dann noch die Schuhe. Jo. Auf Sneakers müssen wir verzichten. Egal. Tarnanzüge, was gibt's hier? Das sieht bescheuert aus. Okay, kein. So, weiter. Accessoires. Man kann ja hier echt jede Menge machen. So, wir nehmen mal einfach die Brille. Gesichtsextras. Jo. Totenkopfbandana. Okay. Ist leider gesperrt. Ist halt eben halt nur eine Beta. Besondere Outfits. Wir lassen es einfach so, scheißegal. Speichern Sie Ihren Charakter und los geht's. Ja. Dann machen wir mal auf normal, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, ich spiele das heute zum ersten Mal. Mal sehen, was auf uns zukommt. Ich muss mal einen Schluck Bohnenpisse nehmen. So. Sehnsüchtig darauf gewartet. Oh. Jetzt ist es endlich soweit. Ja, das Spiel erscheint am 7. März, ne? Die Open Beta, die ist ab heute und läuft bis zum 27. März, ne? Ne, Februar. Bis 27. Februar läuft die. Das dauert ja. Ah, jetzt geht's los. Thank you.
Ich überspringe das Ganze mal. Ihr könnt das alles selber sehen. Ich gucke es mir nachher einfach nochmal an. Werde nochmal ein neues Spiel machen. Ja. Ich will euch ja eigentlich nur so ein bisschen das Gameplay zeigen, alles. Für die Leute, die nicht dazu kommen, das selber mal anzuspielen. Jo. Hier sind wir nun. Sieht alles ziemlich geil aus. Ja, kann man so sagen. Ah, okay. Wir können eigentlich, okay, also wir können jedes Fahrzeug benutzen. Nur 4 Sätze muss schon sein. Aber wir nehmen mal die Pferd. Los geht's. Alles gut, fahr los. Ja, alle rein da. Und los geht's. Ja, die Steuerung ist eigentlich auch ziemlich cool gemacht. Lässt sich gut fahren auf jeden Fall. Oh, wir müssen da ganz nach oben. Glück gehabt. Ah, cool. Also hier ist auch Verkehr auf den Straßen. Das ist ja echt schon. Also ich werde es mir garantiert jetzt schon kaufen. Also es schockt ja ungemein. Ja. Ich hoffe mal, dass es nicht so wie bei Division ist, dass man ja die EP darunter ballern muss, da bei den Gegnern. Was nun? Ach, Rest zu Fuß, okay. Wie steigen wir denn aus? Ah, okay, mit Kasten. Ich spiele das auf der PC, nur damit ihr Bescheid wisst. Ja. Okay, dann ist es von mir verteilen zu markieren. Ah, okay, alles klar. Ja, geht den selber auch so. Die wollen wir der Drohne mal spazieren. Da ist einer. Es ist echt. Okay, jetzt sind wir schon langsam außer Reichweite. Okay, hier scheinen wohl nur so 3 Leute zu sein. Wie kann ich denn jetzt hier... Oh, das sind wir ja gar nicht. Gegner getroffen. Ausschau halten. Geil, Nummer, ja. Es bringt definitiv Spaß. Also ihr solltet auf jeden Fall selbst die Open Beta mal anzocken, um zu sehen, ob es euch gefällt oder nicht. Mir gefällt es. Ah, was hat denn jetzt hier? Ja, Visieren, das hat. Mach ich jetzt schon alles. Ja. Am Fuße des Wachturms. Ah, gut, okay, hier ist er wohl. Den, den wir brauchen. Greifen. Verhören.
Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar, er ist auf der Adol gefahren. Nur zu, dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Jo. Amaru ist ein alter Mann. Der Vorteil nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Okay, Einsätze. Ja, hier gibt es jede Menge. Auch ziemlich cool, so Open World, ne? Also ihr könnt überall hin. Ich weiß gar nicht, wo erkennt man jetzt, wo unsere Basis ist, woran. Das ist sie wohl. Nee, doch, kann sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, Story-Einsatz, ja, da müssen wir hin. Das Kartell hat recht, vielleicht auch nicht, aber wo ist eine große. Dann müssen wir erstmal wieder zurück zum Wagen. Oder? Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Ja, wir laufen erstmal zurück zum Wagen. Kann man hier nicht irgendwie... Los, das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet haben. Hier kann man bestimmt auch mit dem Hubschrauber fliegen und so, also... Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Ah, okay. Wo bleiben die anderen? Boah, das ist ja ätzend. Naja, doch, die kommen ja doch recht zügig. Hinfahren. Mal gucken, ob man auch eine Abkürzung nehmen kann. Ups, sie wird es getötet. Das geht auch. Ah, okay. Jo. Abkürzung gibt es auch. Er spart auf jeden Fall viel Zeit. Na gut, die Außenspiegel sehen nicht mehr so doll aus. Okay. Okay. Wie kann man einen spirituellen Kampf gewinnen, wenn man nicht daran glaubt? Denk an Fee. Im Herzen jedes Menschen kämpft die gute, großzügige, tapfere Hände. Ah, Schaden vom Auge sieht auch richtig geil aus. Also, ah, toll. Ja, ich wollte das alles so ein bisschen zeigen, also ich achte jetzt gar nicht so wirklich auf die Straßen, wie es aussieht. Oder wie ihr sehen könnt. Jene ringsum einen können sehen, welche Seite gewinnt und spüren, ob es die gute oder die böse ist. Die Scheiben sind zerstört. Die Haube ist schon zerstört. Ja, hat ein paar Dellen auf jeden Fall. In die Straße. Und da vorne müssen wir auch schon hin, so wie es aussieht. Jo. So. Ah, jetzt sehe ich das gerade erst. Jetzt erst sehe ich das. Angriffsbefehle. Ja. Ach, das geht nur im Auto, okay. Kurz mal zeigen, wie es aussieht. Jo, alles klar. Ach, Licht können wir auch an- und ausmachen. Ja gut, jetzt kann man glaube ich nichts mehr erkennen vom Licht. Naja. Okay, Angriffsbefehle.
Ah, okay, man kann sich einfach ins Auto setzen. Einmal die Falltaste nach oben und dann kannst du ja durchfahren, ne? Soll ich mal so sagen. Deine Kollegen, die machen das schon. Es ist echt. Verdammt geil gemacht, auf jeden Fall. Okay, dann wollen wir da rein. Hier ist es doch. Sind Sie am Ruhm? Das, was für mich üblich ist. Kommt Sie, wir wollen Sie raus. Bla bla bla. Kommt er jetzt mit hier oder nicht? Das auch benutzen? Geht das? Nee, nicht als Passagier. Ich mach das, ich fliege. Wir wollen fliegen. Ja. Okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Will er nicht mit oder was? Junge, komm mit. Jetzt kommt er mit, okay. Okay, R2 steigen. L2 runter. Ja. Eigentlich wie bei GTA. Klären Sie das unter sich. Ja, es sieht echt schick aus. Boom. Jo. Das war's, glaube ich schon. Ja, das war nun der erste Eindruck. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn nicht, lasst mir trotzdem einen Daumen da. Aber einen guten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Anti. Ciao.